Was? Wo hast du hingeschossen? What are we transmuting this time? So. Wir haben nämlich eine ganze Menge Stuff. Ich könnte sogar den Doppelsprung verwerten. Oh, unverwundbar im Augenblick des zweiten Sprungs. Okay. Da kann ich ein Langschwert für opfern. Für eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Kann ich jetzt aber meinen Pfeil auch nochmal verbessern? Nee, ne? Ach, da treffender Pfeil. So, was wollte ich jetzt hier mal nehmen? Nee, hier, Tepsoxius. Könnte man. Die könnte ich noch machen. Die könnte ich auch verbessern, sehe ich gerade. Aber ist die eine nicht schon Level 3? Oh, jetzt habe ich nachher weggedrückt. Nee, schon Stufe 2, erst Stufe 1 erst noch. Okay. Hi. So, what'll it be? Dann verbessern wir die erstmal. Dann ist jetzt schon mal Rang 2. Und ihn kann ich auch einmal verbessern. Aber ich glaube sonst. Ja, komm. Kann ich auch mal mitnehmen. Einfach verbessert. So. Ich glaube, mehr brauche ich erstmal nicht. So, jetzt können wir aber weiter. Nachdem wir jetzt dreimal nochmal umgedreht sind, um irgendwie was anderes zu machen. Na komm, dann gehe ich jetzt zu der Brücke des Bösen. Was ist da rechts? Warum bin ich da nicht weitergegangen? Mir irgendwas den Weg versperrt? So viel zur Brücke des Bösen übrigens, oder wie die hieß. Ah, ich erinnere mich. So, jetzt aber die Brücke des Bösen. Ich mache guten Schaden mittlerweile, wow. Jetzt wäre ich auch ganz locker dran gekommen. Wisst ihr, es ist gerade mal 2 Stunden her, dass wir das letzte Mal hier waren und wir rotzen die einfach alles weg gerade. Wie schnell man so viel stärker werden kann. Wir können hier oben jetzt vor allem auch lang. Mondgürtel. Der macht mehr Verteidigung. Der deinen Sprung zurück verbessert. Okay. Kann ich hier überall auch mal mit reintun. Je mehr ich da von den Dingern habe, desto mehr muss ich ja quasi immer wieder anpassen, ne? Ah, ne, da komme ich. Oh, hi. Stimmt, hier sind noch ein paar Gegner unten. Alter. Wie schnell die jetzt einfach weg sind. Die halten ja nichts mehr aus. Bin einfach übermächtig. So.
Speichern wir hier nochmal. Und dann gehen wir nach rechts weiter. Der hält auch nichts aus. So. Doch, die Brücke des Bösen. Ich habe Lilly gefunden. Die konnte irgendwas droppen. Was ich gebrauchen konnte. Aua. Was bist du denn? Ein Papp. Das ist aber ein Hundekopf. Bunny Girl, Hundekopf. Viel zu viel komisches Zeug hier. Das ist der Hund von einem Bäcker. Geil. Sieht aus, als würde eine Maschine diese Tür versperren. Vielleicht brauchst du etwas, um sie zu öffnen. Feels Batman. Wir können hier gar nicht weiter. Na gut, dann halt nicht. Das sah gerade kurz ein bisschen brutal aus. Wieso schwebt dein Dings in der Luft? Aua, der tut auch ziemlich weh. So kann man die Dinge auch abwehren. Okay, dann halt doch nicht auf die Brücke des Bösen. Dann gehen wir stattdessen irgendwo anders weiter. Vielleicht komme ich da unten jetzt bei dem Wasserbereich an die Truhen dran. Komme ich da eigentlich hin? Oh, hinter mir. Zurück. Also manche Kickstarter-Belohnungen sind schon genial. Wenn man mal sein Haustier da reinpackt. Ah, verdammt. Der kriegt mich immer wieder. Gute Maus war hier, du dummer Affe. So, und weg von dir. Da, geh weg. Fluchtante. So. Oh, nice. Wunderschön weggekombot. So. Oha. Klebers macht nur noch einen Schaden. Gute Verteidigung. So. Jetzt müsste ich ja eigentlich da oben an die Truhe drankommen mit meinem Double Jump. Yes. Elementarmunition. Okay. Und vielleicht komme ich da jetzt auch mit ein bisschen mehr Stuff dran. Ansonsten können wir einfach da nochmal runterspringen und gucken, wo wir am Ende noch alles hinkommen. Ja, wobei. Gucken wir einfach mal, ob ich es schaffe, darüber zu springen an einer Stelle. Ach, guck mal. Schon wieder so ein komischer Feenscherbe. Wow, sind wir denn so weit, dass wir jetzt 10 weniger Schaden von dem Shovel Knight nehmen? Was habe ich denn da oben in die Wand gedrückt? Ah, nice. Currypulver. Und Currygericht.
Und Typ, der hier einfach irgendwo eingesperrt ist. Klupp. Könnte ich, wenn ich eh gerade hier bin. Ha! Perfekt runtergefallen. Die Karte ein bisschen aufdecken, wollte ich gerade sagen. Komme ich da nochmal rüber? Nein. Nicht, wenn mich das Wasser hier runterdrückt. Oh, hier sitzt jemand. Hi. Benjamin, what are you doing here? War das dem, den ich schon mal mit dem Wegstein geholfen habe? Sorry. Right before I went whoosh, I remember this huge waterfall I saw on my travels and you want me to kick you? I said I'm sorry. Can't we just try this again? Bitte schön. Now remember, picture your house. Your house. Oh, I'm not daft, you know. Oh, before I go, let me give you this for helping me. Should I assume that worked or not? 5000. Wow. Typ ist reich. Dumm, aber reich. Oh, nice. Wieder geschafft. Abzuspringen. So, wie war das jetzt? Sie liest in dem Buch? Kann ich irgendwie davon abspringen? The fuck just happened? Der Stuhl hat mich einfach nach oben geschossen, plötzlich. The fuck? Aber hey, jetzt habe ich in diesem Raum zumindest alles mitgenommen. So. Ah, hört. Erstmal der Kröte das Herz rausgerissen. Läuft. So, jetzt müssen wir mal was ausprobieren. Und zwar... Wobei, Moment. Irgendwas habe ich mir da markiert. Dann gehen wir doch noch ein bisschen weiter. Ich wollte gerade den Wegstein mal versuchen. Ob der mich auch einfach an den Anfang zurückbringt. Weil... Ich würde es vermuten. Aber ich weiß es nicht. Ich habe zum Level Up mal wieder. Oh, gar nicht mehr so viel. Wobei, ich frage jetzt einfach mal an den Chat. Oh, nice. Bevor ich da jetzt das Ding verschwende, bringt mich der Wegstein wieder zurück da an den Anfang? Oder ist der eher wirklich nur für diesen komischen Benjamin oder allgemein für NPCs? Weil ich habe nur noch einen. Und ich glaube, die waren teuer. Bringt mich zur Siedlung zurück. Also wirklich so ein... Keine Ahnung, das ist mein Heimkehrknochen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Falls ich, dann sollte ich mir vielleicht mal ein paar mehr davon kaufen. Dass ich die dann auch mal verwenden kann. Ah, da ist wieder da oben an der... Irgendwas mit den Lampen kann ich auf jeden Fall machen. Das habe ich jetzt schon viel zu häufig gesehen, dass diese Lampen da an einer Stelle waren. Nice kill. Wo man dann irgendwie hochspringen konnte. Bin mal gespannt, was es dann potenziell dafür eine Fähigkeit gibt. Links rum. Hi. Lass das. Nice Crit. Wobei, komm, ich gehe einfach weiter. Oder auch nicht. Hab mal angetäuscht. Konnte ich Wegsteine bei... Aua. Dominique kaufen?
Ich meine, ich habe es irgendwo mal gesehen. Wow! Ich wollte mich noch mal kurz mit dem anders hinsetzen. Plötzlich greift mich was an. Lampensprung könnte ich sogar vielleicht ausführen. Dann warte ich darauf, dass mir das Spiel sagt, wie das geht. Oder ich es aus Versehen von alleine rausfinde. Naja. Ja, ich warte, bis das Spiel... Das Spiel wird mir schon irgendwann sicher sagen. Wenn nicht, kann ich irgendwann am Ende nochmal nachfragen. Wir müssen eh nochmal irgendwann hier hin zurück, wenn wir ins Wasser gehen können. Von daher, passt. Kann ich da mittlerweile eigentlich? Kann ich so hochspringen? Nein. So. Ich gehe nochmal da in den großen... Wobei... Nee, muss ich nicht mehr. Die Markierung hier kann weg. Das wollte ich nicht. So. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir überhaupt noch machen können. Da können wir nicht mehr weiter. Im Turm sind wir fertig. Durch die Brücke des Bösen darf ich auch nicht. Das hier kann weg. Das noch nicht. Das kann auch weg. Da sehe ich ja, dass da noch was ist. Das sind wahrscheinlich wieder auffüllbare Kisten. Die brauche ich nicht. Die nicht. Wo ich da noch nicht war. Und da geht es auch zur Seite raus. Dann wiederum ist es eh gleich hier vorne. Also wir gehen ja mal kurz gucken, warum ich da nicht weitergegangen bin. Ich gehe mal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Treff ich hier damit da hinten auf? Ja. Ach ja, die Stöhner von den Bogenschützen. Wunderschön. So, weswegen konnte ich hier nicht weiter? Ah, da brauche ich den Schlachtrossschlüssel. Weswegen bin ich jetzt hier nicht weitergegangen? Muss ich irgendwo vielleicht entlang springen? Oder war das da? Ach ja. Nee. Okay. Dann weiß ich wieder, was das ist. Dann ist da auch nichts weiter. Da oben allerhöchstens. Hier unten konnte ich auch nicht weiter. Und hier muss ich noch gucken. Und da hinten. Also ganz viele alte Gebiete eher. Oh nice. Von der Kröte erstmal das Level abbekommen. Wir fahren erstmal wieder mit. Ich glaube, eigentlich will sie gerade ein Buch lesen. Aber es funktioniert nicht. Jetzt funktioniert's. So. Da war ich soweit. Genau, ich wollte gucken, ob ich mir Wegsteine kaufen kann erstmal. Und wenn ich eh gerade ein bisschen unterwegs war. Das ist zufällig schon alles gewachsen. Ah, nice. Und mehr Mais. Dann wieder ein bisschen Reis. Ich habe jetzt wieder mal ein bisschen Geld bekommen vom lieben Benjamin. Der irgendwo im Nirgendwo ist. Da. Die sind sogar richtig günstig. Nehme ich direkt mal mit. Let's go.
Davon nehme ich auch mal ein paar mit. So, und dann schnappen wir uns wieder ein paar Zutaten und kochen ein bisschen. Wenn ich eh gerade hier bin. Jo. Machen wir nochmal ein paar neue Gerichte. Ich könnte die vielleicht auch mal verwenden, dann würde ich auch die ganzen Boosts mal bekommen. Aber irgendwie denke ich einfach nicht dran. So, die Maissuppe. Weil die eine habe ich ja weggegeben. Die hat Oma weggefressen. Die Bratkartoffeln, die hat Oma auch weggefressen. Die Kekse, die habe ich noch nicht probiert. So, Schmand. Was kann ich denn mit dem Schmand jetzt noch Neues machen? Und Kakao kann ich auch machen. Ach komm, ich kann chinesische Nudeln machen. Und allgemein Pasta. Und Kuchenteig. Jetzt habe ich schon wieder nichts an Auswahl. Na gut. Haben wir zumindest schon mal. Was? Also wenn ich irgendeinen Dämon namens Bael finde. Okay, wenn ich einen Bael finde, sollte ich nicht mit ihm kämpfen. Verstanden. So. Dann laufen wir jetzt einfach mal den Weg wieder hinten zurück. Und gucken, ob ich unterwegs noch ein bisschen Stuff finde. Aua. Als ob der mich da noch in der Luft erwischt hat. Es ist so witzig, die Gegner einfach aus der Luft runter zu jagen. So, und zwar, da ein bisschen weiter rechts kann ich irgendwo hoch. Muss mich sowieso im Endeffekt gerade so ein kleines bisschen umschauen und backtracken. Da ich ja auch gerade nicht weiß, wo ich hin soll. Entweder fehlt uns noch irgendein Item oder irgendeine Fähigkeit. Ich tendiere eher auf eine Fähigkeit, weil das war das, was sie bei Dominique angesprochen hat. So, hier. Ich kann es zumindest minimal aufdecken. Aber ich sehe nicht, ob ich da oben irgendwie weiter kann. So. Einfach nur, um es aufgedeckt zu haben. Weil ich könnte auch da unten noch weiter. Ups. Den Schalter einfach kaputt gemacht. Ich schau mal kurz, was da unten wäre. Wahrscheinlich wieder Wasser. Bei meinem Glück. Waren wir hier schon mal? Also groß weitergegangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich einmal kurz hier reingegangen bin. Hab dann gemerkt, oh shit, hier will mich alles töten und bin wieder rausgegangen. Alternativ ist hier einfach Wasser. Weil. Nee. Okay. Yo! Fischi tut immer noch ziemlich weh. Also ich tue ihm auch weh. Aber er tut mir auch weh. Diese Fledermäuse. So. Oh no! Also eigentlich bin ich durch die Brücke durchgesprungen. Lassen wir mal so stehen. So, der nächste Raum wäre danach hier der große. Oh nice. Alles erwischt.
Dann schauen wir mal. Kann ich hier weiter nach oben? Es reicht mal wieder ganz knapp nicht aus. Nee.